Pass auf. Really? Ich habe jetzt mit der Zwischensequenz gerechnet. Wie hoch ist die Reichweite von dem? 3 Reichweite. Ah, mein räumliches Denkvermögen ist schon wieder überfordert, würde ich behaupten. Und du besiegst den. Get over here. Perfekt. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht alle meine Dateien lesen. Meinst du uns oder Fishmaid? Wieso man Zombies in normale Menschen verwandeln wollen würde, das wäre eine Heilung für jede Zombie-Seuche? Natürlich will man das haben wollen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wie machen wir's? Pass auf.
Der hat das auch noch überlebt. Haut doch ab. What? Oh. Muss ich... Sag jetzt nicht, dass der gegen mich kämpft. Kann ich ihn darüber kriegen? Sie kann ihr Schwert gerade nicht benutzen. Pass auf. Wie viel halten die aus? 80. Ja, locker. Pass auf. Du kannst 4 Felder weit gehen. Du gehst hier rüber. Machst deinen Square House Kick. Was machen die hier eigentlich? So, du gehst hier rüber. Ach, der macht dann doch kein... Hä? Wieso macht... Der hat doch beim letzten Mal hat er doch damit einen Teamangriff gemacht. Aber ich glaube, gleich kann ich, wenn die sich noch ein bisschen besser stellen. Genau, pass auf. Der hat eine Reichweite von 3. Das muss reichen. Ach so, das sind Heiler. Das trifft es Lee nicht, doch 30%. Die haben es auch noch überlebt.
Wow. Mein blauer Ranger kann man Heal brauchen. Den müssen wir erledigen. Die Heiler sind nämlich also jetzt noch das wahre Problem. Ernsthaft, das überlebt er auch noch? Ach so, wir müssen in 10. Ah, ich verstehe jetzt das Ziel. Ja. Pass auf, du kommst nicht so weit, ne? Auf, du machst... So. Ja, das schafft er. Ah! Ich glaube, mit den Minions sollte ich mich gar nicht so rumschlagen. Pass auf. So, wenn ich gleich noch schaffe. Nee. Ach, jetzt heilen die nur noch. Ja, heile ich noch selber. Also 10... Runden schaffe ich nicht. Können auch nicht viele von sich sagen, dass sie einer Fischjungfrau einen Squarehouse-Kick verpasst haben. We'll be right back.
Pass auf, vielleicht kann der Gelbe den Boss stunnen, aber ich glaube nicht, ne? Ihr habt beide noch Fähigkeiten. Dann machen die zwei noch einen Teamangriff. Ja, klar. Mach doch. So, jetzt... Ach ja, da kann sich auch noch bewegen nach... einem Dings. So. Versuchen wir mal, ob das klappt. Mann, das ist billig. Aber das können wir jetzt nochmal machen. Naja, fast perfekt. Soll ich dieses Zitat kennen? Ich habe eine Vermutung, aber falls ja, habe ich den Film nie gesehen. So, und jetzt Finishing Move. Ist er noch nicht fertig, aber... Das war mal perfekt.
Ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Grund, den Finishing Move aufzusparen. Da kann man ja auch direkt am Anfang machen und vielleicht am Ende nochmal. Wir haben es geschafft! Ich finde ja, das war ein bisschen... Also, wenn man wirklich Leute packen will, braucht man, glaube ich, für ein Staffelfinale schon einen Cliffhanger. Verstehe ich gerade nicht. Ich hoffe, das war gerade keine Zwischensequenz, die ich noch abgebrochen habe, aber... Egal. Nice. Nur 800 ausgegeben und wow. Exzellent. Staffelfinale nach 5 anderen Folgen. Der Vertrag wird abgebrochen, wenn die Anzahl der Fans unter 20 sinkt. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber wir haben Staffelhype. Während der nächsten Staffel wirst du zweimal so viele Fans verlieren, wenn eine Episode fällt. Okay. Ich habe nicht wirklich eine Wahl, ne? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chroma Squad.